Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, im Lagerraum kann ich nicht ewig bleiben. Also ich muss auch mal hier wieder raus. Und die Aufgabe ist wohl zur Monorail-Wartung zu gehen. Und dann hier nach dem Speichern mich tatsächlich auf der Monorail-Wartung zu widmen. Was ist das hier eigentlich? Zum Hauptatrium. Ich komme ja jetzt hier nicht runter. Ja, komme ich ja nicht. Oh! Eine Hand! Nein, ich meine, Weißt du, was Lillernes? Da ist was Lillernes und da ist eine Kiste, aber ich kann es nicht an mich ranziehen. Das heißt, es wäre ja interessant, da hinzukommen. Aber wahrscheinlich geht das nicht. Wollen wir das mal probieren? Ich also jetzt hier hinterlaufe. War da eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte? Kann schon sein. Nicht hier richtig. Ja, vorne rechts. Ah ja, okay. Ist einfach verschlossen. Werde ich dann später wahrscheinlich hinkommen dürfen. Hoffentlich. Gucken wir mal. Schnauft aber. So. Dann fahren wir jetzt Monorail. Hilft ja alles nix. Und zwar ist die Idee wohl, dass ich hier zurück zum Hangar fahre, da wo ich ja vorhin war und versucht habe zu looten und es ging nicht, weil die Schwerkraft war wieder da. Und mit Schwerkraft kommst du halt nicht überall hin. Oder mit Nicht-Schwerkraft halt schon hinkommst. So. Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Aber wahrscheinlich werden mir meine Kollegen hier die Tür öffnen. Oder eine der Türen öffnen, damit ich halt woanders hinkomme, wo ich noch nicht war. Würde ich jetzt mal vermuten, ich soll... Hier ging es ja auch irgendwie runter. Genau, da war doch die erste kaputte Tür hier hinten. Hier ist so ein Stase-Aufladegerät. Und hier liegt auch nichts rum. Also wo soll ich hin? Da lang. Gut, let's go. Oh oh, aua! Muss das sein? Ich völlig unvorbereitet. Na? Ja, was ist denn nur? Ist aber jemand wieder? Hartnäckig hier. Naja, aber ich meine. Nein, ich will ihn nicht. Dich will ich. Ich kann ihn nicht nur aufheben, ich kann ihn auch gleich schlucken. So. Und das Badezimmer. Ich glaube, da war ich jetzt schon 15 Mal drin. Da gibt's nichts mehr. Vermutlich. Stase ist auch aufgeladen und nach dem super erfolgreichen Kampf gerade sollte ich unbedingt nochmal speichern. Und jetzt bin ich soweit.
Dass ich eigentlich mal da oben noch zu dieser 1 gehen hin möchte, weil da ist ja eine 1 und da war ich wohl noch nicht. Das heißt, ich laufe jetzt mal, ohne zu wissen, wohin ich muss. Muss ich denn auch da lang? Jetzt gerade. Ja, es geht noch verkehrt. Oh fuck! Das ist doch. Da stehe ich, guck auf der Map rum. Und dann kommt er aus genau aus dem. Boah, ist das fies. Na, das ist falsch. Ich muss ja. Ich muss da vor und dann links. Ah, da geht's dann runter, okay. Ach, das ist die kaputte Tür. Okay, wenn du das sagst. Na, die Puppe ist fies. Ja, da war ein Raum, den habe ich auch früher schon gesehen, konnte aber nicht rein. Und jetzt kann ich da rein. Und jetzt loote ich richtig geiles Zeug. Zum Beispiel Ripperklinge, jawohl. Hier Munition für die Laserkanone, die ich nicht brauche. Noch mehr Ripperklingen und einen Knoten. I am happy. Pretty happy. Gut. Haben wir das auch erledigt. Wenn ich jetzt hier rauflaufe, wo komme ich denn dann wieder hin? Ich kann auch jetzt hier rauflaufen. Oder doch nicht? Nee, da komme ich ganz verkehrt. Aber das ist doof. Jetzt verliere ich ja eine Stase-Aufladung. Obwohl, wenn ich schnell genug bin, nicht, gell? Ich kann ja rein theoretisch mich hier hinstellen. Shit. Oh, hat funktioniert. Da muss man nur schnell genug sein. Was wird man, dass jetzt gleich wieder aus irgendeiner Wand einer rausspringt? Direkt auf mich drauf. Geh zur Hydrostation. Bitte was? Habe ich irgendwas zum Werfen? Irgendwas Schönes? Shit. Mann! Hab ich schon Mann gesagt? Mann, wie doof. Spieler noch so rum? Ja, als ob irgendwie. Und schon wieder habe ich irgendwie Leben verloren. Habe ich denn irgendwie eine kleine, ein kleines Fläschchen? So? Nee, ich habe kein kleines Fläschchen, nur ein großes. Oh, einen Schuss habe ich noch gehabt. Jetzt habe ich 7. Ja, das ist nicht viel. Isaac, wenn du in der Nähe der Hydrostation bist, überprüfe deine Helmfilter. Diese Luft darfst du nicht einatmen. Ja, ich hab's gerochen. Überprüfe deine Helmfilter. Lager geortet. Die kann man unmöglich angebaut haben. Könnte die Quelle des Giftgases sein. Dieser Patient auf der Krankenstation. Er sagte etwas über ein Enzym. Vielleicht ist noch ein Arbeitsplatz in Betrieb. Ein Arbeitsplatz. Logbuch der Hydrostation. Dr. Elizabeth Cross. Mit intakten Sprinkleranlagen fahren wir beinahe maximale Kapazität. Die Flora gedeiht prächtig. Wir haben einen Nahrungsmittelüberschuss produziert.
Der Überschuss wurde verpackt, damit wir ihn in die Kolonie schicken können. Aber Captain Mathias hält sich strikt an sein Flugverbot. Das ist lächerlich. Ich reiche Beschwerde ein. Aegis 7 benötigt dringend Hilfe. Was könnte etwas frisches Obst schon anrichten? Erstelle das Enzym. Was ist denn das jetzt hier? Finde den Dreck von Lieutenant Commander Holt. Überbrücken. Abregelung der Station überbrücken. Station ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. Okay. Oh, da kommt gleich die Bahn. Interesting. Ja, habe ich die Bahn freigeschaltet für die Station. Ich muss das Enzym erstellen. Badezimmer. Ach du Schande. Warum habe ich Angst? Ja, das bestätigt die Theorie, der Ripper ist auch gut geeignet für die Kleinen. Und Medipack Klein ist auch gut geeignet für mich. Credits sind sowieso gut geeignet. Das war's. Kleinen Hühnchen haben mich angegriffen. Und ich habe sie mit dem großen Ripper gerippt. Was ist das eigentlich für eine moderne, sage ich jetzt mal, eine zukünftige Station, und dann kann man da nicht mal eine Tür machen, damit man anständig. Naja. Noch mehr Credits und noch mehr Credits. Ich hätte gerne lieber noch ein bisschen Money. Ein bisschen. Viel Money. Ja. Dann. Hier ist ja wohl Endstation. Do not touch. Achso, das ist ein Aufzug. Das hätte mir ja auch jemand sagen können. Na gut, es schaut wirklich nach Hydrostation aus hier. Noch mehr Credits. Was ist eingeleitet? Muss das sein? Wachsen irgendwelche Kürbisse? Setzlinge. Da kommt ein Hologramm um die Ecke. Hier ist Dr. Elizabeth Cross. Ja, servus. An alle Überlebenden. Ja. Kehren Sie um. Okay. Because of why? Alles angebaut. Mein Team. Alle tot. Alle tot. Das Monster. Das Monster? Bitte, gehen Sie. Bringen Sie sich in Sicherheit. Wieso nur ein Monster? Ja. Jacob. Wenn du das hörst. Ich muss es versuchen. Ja, versuch's halt. Aber wieso denn nur ein Monster? Das sind riesige Pilze? Aufnahme. Oh. Hier ist Dr. Elizabeth Cross. Dr. Elizabeth Cross. Warnung, Vorrat an flüssigem Stickstoff ist erschöpft. Das ist doch schön. Bevor wir irgendwas machen, speichern wir mal. Denn der Vorrat an flüssigem Stickstoff ist erschöpft. Und das bedeutet, dass der Vorrat an flüssigem Stickstoff wohl erschöpft ist.
Ich loote nur noch Credits. Die letzten 10 Loots waren nur Credits. Vorrat an flüssigem Stickstoff ist. Ja, ich sollte wahrscheinlich hergehen und den flüssigen Stickstoff da dran schließen. Aber das Problem ist, wenn man da was macht, in einem Spiel wie diesem, dann kommen immer die Monster. Weil die tatsächlich nichts anderes vorhaben als... Flüssigem Stickstoff ist erschöpft. Flüssigen Stickstoff irgendwo hinzuschieben. Soll ich mir noch einen Knoten kaufen? Dazu müsste ich irgendwas verkaufen. Wie zum Beispiel Munition für Waffen, die ich nicht habe. Vorrat an flüssigem Stickstoff reicht aber nicht, da müsste ich auch noch das verkaufen. Ja, let's do this. Let's verkauf. Ich meine, ich habe ja auch nicht beliebig viel Inventar. Ja, Platz. Und dann, nein, jetzt hat ich's schon wieder gemacht. Jetzt kaufe ich mir einen schönen kleinen Knoten. Weil die anderen Sachen, Laserkanone, Flammenwerfer und Impulsgewehr, brauche ich jetzt erstmal nicht. Aber ich brauche natürlich Möglichkeiten, meine Geräte aufzuwerten. Und jetzt ist es soweit. Ich könnte mir tatsächlich überlegen, Warnung, Vorrat an flüssigem Stickstoff ist erschöpft. Was ich als nächstes mache.